Leute, 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 unglaublich, zweite Folge Let's Talk About im neuen Format und wir reden nicht über irgendwelche Turniere oder sonstiges, vielleicht doch ein bisschen später, aber wie gesagt, ich habe wieder einen ultimativen geilen Gast am Start und zwar Enrico Di Ventura, die absolute Angellegende, ist ja absolut unglaublich, ey. Ich meine, ey, du hast gerade gesagt, du stellst dich gerne nochmal vor, mach ruhig, ich denke, es gibt kaum noch Leute, die ich nicht kenne, aber stell dich ruhig nochmal vor. Ja, Legende erstmal. Time out, weil Legenden sind immer so alt oder so. Schon 100 Jahre zurück. Nein, mein Name ist Enrico Di Ventura. Ich bin Produktentwickler bei LMAB und bin seit, ich glaube jetzt mittlerweile 15 oder 16 Jahren im Angelsport, damals im Vertrieb gestartet und mich dann so langsam aber sicher hochgeackert, im wahrsten Sinne des Wortes. Habe mich 2014 selbstständig gemacht mit der Firma Predax Fishing, die ich mittlerweile abgegeben habe oder beziehungsweise meine Anteile abgegeben habe an der Firma und komme aus Minden an dem wunderschönen Fluss Weser. Hier gibt es tolle Fische zu fangen auch übrigens, also man muss nicht immer nach Holland. Bin 41 Jahre alt tatsächlich, also fast noch eine Legende und begeisterter Raubfischangler, die einen oder anderen kennen das vielleicht, die anderen oder ein dann eben nicht, aber das war meine Vorstellung und ich freue mich sehr, da zu sein und danke dir für die Einladung. Ach klar, sehr gerne. Eigentlich, sind wir ja eigentlich irgendwie durch so einen unschönen Weg jetzt zu diesem Talk gekommen. Wir hätten uns das beide, glaube ich, eher schöner vorgestellt, denke ich mal, weil wir hätten gerne am liebsten nur über den YPC gesprochen, aber ich glaube, das wird trotzdem geil. Auf jeden Fall. Ich habe, also, jein, unschönen Weg, jein, weil es ich sage das, ich kenne das damals aus dem Verkauf. Ne? Also immer, wenn es was zu meckern gibt, sage ich mal so, ne, gibt es auch immer die Möglichkeit, daraus was Gutes zu machen. Auf jeden Fall. Das ist ja immer, es ist halt eine Möglichkeit, das Ganze mal ein bisschen näher zu belichten und den Leuten auch zu zeigen, was es eigentlich wirklich ist. Das ist das Mindset, Alter. Genau so muss es sein. Ja. Übrigens wusstest du, dass die Leute immer noch denken, dass du die Predax Fluorocarbons persönlich aufwickelst? Das ist nicht mehr so, aber ich habe tatsächlich, ich denke, mindestens die ersten 5000 Stahlvorfächer selber geknüpft. Ernsthaft, ja, kein Scherz. Alter. Ich habe Nächte durchgecrimpt, sozusagen. Junge, hast du noch Fotos von den Händen da? Alter, die müssen ja heftig aussehen haben, krass, ey. Ja, ich habe tatsächlich, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob ich da noch Fotos von habe, aber ich habe wirklich damals mal ein paar Fotos gemacht und die rechte Hand, also die Crimp-Zangenhand, war nicht schlecht zu der Zeit. Brutal. Respekt, ich war auch noch Alter. Am Start. Hast du zu Hause mit Predax angefangen? Also dich von zu Hause? Ja, genau. Also genau, das war so, genau. Ich glaube, das allererste Produkt bei Predax waren Klemmhülsen. Ja. Dann Jigköpfe und dann Snaps. Die legendären Duolock-Snaps. Ja. Und dann Stahlvorfach und dann fertige Stahlvorfächer und so. Und die habe ich alle selber gemacht. Ich habe auch alle selber eingetütet. Also jeden einzelnen Snap habe ich selber eingetütet und jeden einzelnen Wirbel und so weiter und so fort. Also durch meine Hände sind mehr Snaps, Wirbel, Klemmhülsen und Jigköpfe gegangen, als wahrscheinlich durch viele andere Hände. Alter, warte. Die hier im Angelsport unterwegs sind. Ne? Nicht schlecht. Quatsch. Nee, aber hat Bock gemacht. Also es war halt wirklich, das ist so ein, ich sag mal so, starting from scratch, also ja. So von null angefangen, tatsächlich irgendwie Klemmhülsen aus Fernost importiert und selber eingetütet und so, also am Anfang noch selber gezählt, 50 Stück pro Tüte, das habe ich mir aber ganz schnell wieder abgeschminkt, weil ich dann die Dinger gewogen habe irgendwann, ob dann da 52 drin waren oder nicht, das war mir dann auch egal, aber genauso ist es losgegangen. Ja. Das ist ja fast schon wieder American Dream, Alter, krass, ja. Heftig, ich meine, wenn du guckst, wo du jetzt bist, aber da kommen wir gleich noch zu. Lass uns bei der Anglerschmiede anfangen. Die Anglerschmiede, erzähl mal, woher kam die Idee, wie war die Idee, warum habt ihr das gemacht, etc. Erzähl einfach mal, was das ganze Ding ist. Stell's einfach mal vor. Ja, die Anglerschmiede ist eine Firma, ein Projekt, also das Projekt heißt wie die Firma und umgekehrt. Das habe ich mit Philipp Teicher zusammen, mein ehemaliger Kollege bei Westin, gegründet und das schon vor circa 2 Jahren. Also die Anglerschmiede so als solches in der Gründung gibt es schon sehr, sehr lange mittlerweile. Aber wir haben natürlich extrem lange Vorlauf gebraucht, um eben diese ganzen Kurse etc. Zu filmen. Und die Anglerschmiede ist grundsätzlich eine Firma oder ein Projekt oder wie auch immer man das nennen mag,
was Zielfischkurse anbietet in den Basics und das nicht komprimiert irgendwie auf eine halbe Stunde, sondern tatsächlich mit Experten zusammen, also die jeweiligen Experten für die Zielfische. Ne? Wir haben einen Hechtkurs, einen Barschkurs, einen Zanderkurs, einen Belzkurs und einen Karpfenkurs und es sollen noch viele folgen. Ne? Also wir gehen auch ins Meeresangeln oder vielleicht sogar eines Tages ins Fliegenfischen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist die Anglerschmiede etwas, also eine Plattform, eine Community, die eben sowas anbietet, wo du zielfischorientiert einen Kurs erwerben kannst, der geballtes Expertenwissen in Kombination mit einem großen Theoriepart plus Praxispart und teilweise zwischen 5 oder 8 Stunden pro Kurs erwerben kannst. Ne? Also das ist das Ding. Und das ist nicht für Experten, also manche haben gedacht, das sind Expertenkurse im Sinne von, die sind für Experten. Nein, die sind von Experten für basic-orientierte Einsteiger, Anfänger oder vielleicht Leute, die zum Beispiel jetzt ihr Leben lang auf Weißfisch geangelt haben oder auf Forelle oder weiß der Geier was und jetzt irgendwie denken, ey, ich habe mal irgendwie Bock auf Barsch zu angeln zum Beispiel. Ja? Da haben wir beim Barschkurs zum Beispiel den Experten Marc Poczowski, also natürlich auch eine absolute Koryphäe auf seinem Gebiet. Absolut, ja. Und haben da wirklich, also wir sind so rangegangen, dass wir gesagt haben, natürlich gibt es viele Tutorials auf YouTube und man kann sich die natürlich alle irgendwie von links nach rechts zusammensuchen. Aber wir alle kennen das. Also Tutorials sind oftmals, also viele Tutorials zu einem Thema ähneln sich sehr viel. Ja, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich suche irgendwie Ultraleitangeln auf Barsch. Ne? Tutorial dazu. Es gibt natürlich facettenreiches Gebiet, großes Gebiet, aber wenn du dir das selber alles auf YouTube raussuchst, dann gibt es natürlich A, Riesenunterschiede in der Qualität, B, ähneln sich ganz, ganz viele Tutorials dann zu dem, was du vorher gesehen hast. Du siehst die gleichen Knoten, du siehst gleiches dies, gleiches das, die gleichen Köder und so weiter und so fort. Und das haben wir bewusst nicht gemacht. Also wir sind wirklich auch in einem ganz, ganz breiten Spektrum aufgestellt, von A bis Z durchgegangen. Das heißt, wie starte ich überhaupt? Wie finde ich mein Gewässer? Was ist überhaupt mein Gewässer? Ja, weil nicht jeder hat einen Fluss vor der Tür, nicht jeder hat einen Kanal vor der Tür, nicht jeder hat einen See vor der Tür und so weiter und so fort. Was sind die Hotspots in den Gewässern? Und du kannst halt in deinem Zielfischkurs wirklich von A bis Z alles durchgehen. Das Tackle, die jeweiligen Techniken, wann welche Techniken am besten sind. Und dann jeweils auch, also in einem großen Theoriepart, alles erläutert, alles in Close-Ups abgefilmt, in einer absolut hochwertigen Qualität. Also wirklich, wir haben keine Kosten gescheut. Deswegen auch die lange Vorlaufzeit, weil wir teilweise die Kurse über Wochen gedreht haben. Also das darf man nicht vergessen. Es ist jetzt nicht so, dass wir ans Wasser gegangen sind. Das ist kein YouTube-Video. Ja? Es sind keine YouTube-Videos in dem Sinne. Deswegen musste ich mich am Anfang auch sehr stark daran gewöhnen, das nicht so wie so ein YouTube-Video zu machen. So, hey Leute, wir sind hier am Wasser. Sondern tatsächlich viel geskriptet, viel gesagt, okay, das haben wir in der Theorie behandelt. Das müssen wir jetzt eben auch in der Praxis behandeln. Und das eben genau darauf gemünzt und dann in der Praxis gezeigt, wie man es macht. Optimalerweise immer mit Fisch, also zum Beispiel Hotspot XY aus der Theorie behandelt, darüber gesprochen, wann, wo, womit und dann Hotspot XY in der Praxis, damit, wie wir es besprochen haben und optimalerweise dann zum Zielfisch gekommen. Und das ist ganz, ganz oft der Fall gewesen. Es gibt einen großen Topwater-Bereich, zum Beispiel beim Barschangeln, ist ja, also erfreut sich einer großen Beliebtheit, aber da haben wir halt wirklich viel behandelt in der Theorie und dann in der Praxis, im Praxispart, mit Marc natürlich echt einen absoluten Experten gehabt und da auch viel erklären können. Marc hat halt auch ein sehr, sehr gutes Potenzial oder beziehungsweise ein sehr großes Talent, nicht ein großes, gutes Potenzial, sondern der hat ein sehr großes Talent, die Dinge auch wirklich gut zu erklären. Und da sind wir absolut happy drüber. Und genau das Gleiche ist halt mit den anderen Kursen, mit Stefan Seuss, also auch ein absoluter Experte beim Wels, mit Marc Fosen, Top-Experte beim Karpfenangeln, Big L beim Hechtangeln und beim Zander ist es der Zander Pro persönlich, das sind schöne. Also nein, also wir haben uns da schon wirklich was bei gedacht. Und deswegen, das ist die Anglerschmiede. Und das ist nicht so, dass man sagt, weil ich habe die Kommentare unter deinem Video natürlich gelesen und teilweise auch die Kommentare unter unserem Video oder Instagram-Post und so weiter. Das ist, ne, die Leute sagen, ja, da ist jetzt wieder irgendwer, der viel Geld machen will und abzocken will und so. Also ich denke, man muss sich das so vorstellen wie ein Buch. Ja? Wenn sich jemand hinsetzt und 1,5 Jahre ein Buch schreibt, alle Kapitel auflistet,
und dann die Kapitel zusammenträgt und schreibt, macht, tut, vielleicht Fotomaterial dazu sammelt, dann ist das ja ein gewisser Wert, den man gebündelt hat in einem. Ja, ja. Und genauso muss man sich die Anglerschmiede vorstellen. Der Zielfischkurs ist nicht, ja, wir gehen mal heute Barsch angeln und gucken, worauf es beißt, sondern wir gehen nicht nur Barsch angeln, sondern wir sagen, so könnt ihr es machen da, so könnt ihr es machen da. Welches Hausgewässer habt ihr? Wie geht ihr in eurem Hausgewässer vor? Wo stehen die Barsche wann? In welchen Temperaturen? Wo stellen sich die Barsche ein? Worauf könnt ihr sie da fangen? Worauf könnt ihr sie da fangen? In welchen Gewässern macht das zum Beispiel keinen Sinn, weil XYZ? Also so, und das in einer riesen Range und teilweise wirklich, also ich glaube, die Kurse sind zwischen 5,5 und 8 Stunden und haben teilweise 30 Videos oder so. Ja, ja. Also wirklich, und das alles in Kapiteln geordnet, wo du immer wieder darauf zurückgreifen kannst. Das heißt, wenn du dir ein Kapitel vielleicht nicht gleich so zu Herzen nehmen kannst und dir das alles so merken kannst, kannst du es immer wieder auch anklicken und bist in deiner Übersicht. Also es ist auch richtig gut übersichtlich strukturiert. Und das war eigentlich das Ziel, so etwas Geballtes zu haben für Leute, die sich für einen Zielfisch interessieren. Ja, weil es sowas in der Form eigentlich noch nicht gibt. Und das war unser Ziel dahinter. Guter Alter, das ist krass erklärt gerade. Heftig. Du hast einige Fragen auch schon aufgegriffen, die unter den Kommentaren waren und so. Echt nice. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel, weil ich habe immer die Tendenz, sehr, sehr viel zu reden. Und am Ende denkt man so, okay, womit hat er jetzt eigentlich angefangen? Aber ja, ich glaube, das bricht es ganz gut runter, wenn man das so sagen will. Ne? Also man sagt also, ihr habt ja so eine Struktur, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will jetzt, keine Ahnung, den Knoten haben, dann kann man da irgendwo reinklicken und dann hat man sofort das Video zu dem Knoten oder was? Dann auch. Genau. Okay. Das ist halt alles gegliedert. Also es geht zum Zielfisch, dann gibt es so ZDFs, ne? Also Zahlen, Daten, Fakten, so über die Biologie des Fisches, ne? Wie alt er wird, wo er lebt. Guck mal, das sogar auch. Geil, ja. Ja. Also es ist wirklich von A bis Z alles drauf eingegangen. Ne? Und wo sind die Fische zum Beispiel vermehrt? Also wo kommen die vermehrt vor? Wo zum Beispiel in Europa gibt es die gar nicht und so weiter. Ne? Ja. Also wirklich erstmal so die Zahlen, Daten, Fakten, die Basics über den Fisch generell, die Verhaltensweisen. Und dann gibt es natürlich auch in dem Theorie-Part, zeigen wir Knoten in den Close-Ups und so, welche Knoten machen Sinn für einen Anfänger, welche für einen Fortgeschrittenen. Also versuchen das auch immer relativ einfach zu halten, um eben, ich sag mal so, einer, der einen FG-Knoten machen kann am Wasser, dem brauche ich keinen Knoten mehr zeigen. Ja. Aber um diese Zielgruppe geht es auch gar nicht, sondern es geht um die Zielgruppe, die interessiert ist, die aber, und das haben wir immer wieder auch auf Messen, dass die Leute sich gar nicht trauen, sich zu offenbaren, was zu fragen. Also so, weißt du, weil sie denken, wir sind solche Experten, solche Profis, dass sie eventuell in Verlegenheit kämen, uns zu fragen, wie mache ich einen, keine Ahnung, einen Grinner-Knoten? Ne? Ja. Oder wie mache ich einen, keine Ahnung, Albright? Oder wie mache ich, ja, weil wir das heutzutage leider, und das ist ja auch dieses Denken vielleicht mancher Leute, die das so kommentiert haben, ein bisschen in die Negativschiene gedrängt haben. Das ist das Denken von vielen Leuten, dass es das voraussetzt, dass jeder das ja kann. Es muss ja jeder können, einen guten Knoten. Aber wie häufig habe ich es auf den Messen, dass ich dann die Leute frage, was machst du denn für einen Knoten? Und sagen, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich kann nur zwei Knoten. Ey. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja überhaupt nicht schlimm. Also es ist ja überhaupt nicht, ist ja gar nicht schlimm. Und genau da gibt es aber viele Leute, die vielleicht die Lust verlieren, weißt du? Weil die an ihrem Gewässer das 7. Mal auf Barsch gehen, 35 Hänger hatten, 28 Mal abreißen und irgendwann so denken, oh fuck. Und vielleicht haben sie sogar an der falschen Stelle geangelt. Also vielleicht angeln sie sogar gar nicht da, wo es wirklich Barsche gibt. Und das ist das Ding. Und das wollen wir eben damit auch erreichen, dass wir die Leute weiterhin motivieren. Also Leute, die, ich sag mal, ich will nicht sagen ratlos, aber so, die jetzt nicht unbedingt mehr weiter wissen am Gewässer, ne? Oder die auch gar nicht überhaupt wissen, ja, wo kann ich überhaupt bei meinem Hausgewässer, ich sag mal so der klassische Baggersee, den jeder Hans und Franz vor der Tür hat, wo kann ich da überhaupt Barsche fangen? Und wie? Ja. Und was macht überhaupt Sinn? Macht ein Gummifisch Sinn, wenn du einen Krautteppich hast? Nein. Und, ne? Und die Leute, die seit 10 Jahren auf Barsch angeln, die wissen das. Aber wie viele Menschen da draußen gibt es, die nicht seit 10 Jahren auf Barsch angeln? Oder auf Zander oder auf Karpfen oder auf Wels. Ja. Und das ist genau das Klientel, was wir ansprechen, um denen einfach die Motivation am Angeln zu erhalten, denen einfach auch vielleicht ein Erfolgserlebnis beizubringen,
weil das ja auch unsere Zukunft ist. Das darf man ja gar nicht vergessen. Die Leute, die am Ball bleiben, also wir haben, ich glaube, 25% Zuwachs oder Rückkehrer beim Angeln durch Corona gekriegt, ja, weil viele Leute nicht weg konnten, keine Urlaube machen und so weiter und so fort und sich nur in der, also in der Umwelt frei bewegen konnten. Und da sind viele zurückgekommen zum Angeln. Also Leute, die schon Angelschein hatten oder viele haben Angelschein gemacht. Also das ist interessant fanden. Aber jetzt hat der Typ oder das Mädel einen Angelschein und denkt so, ich würde gerne Barsch angeln. Und dann klickst du dich durch 1000 Tutorials und am Ende ist es fast zu viel Information und du weißt aber gar nicht, wie du wo angeln sollst. Mhm. Also du kriegst viel Infos, aber meistens, ja, wir stehen heute hier, machen das, dann werden 7 Barsche gedrillt und dann ist das Video vorbei. Also klassisches YouTube-Video, ja, aber es ist ein klassisches YouTube-Video, ja, weißt du, das ist das Ding. Und das ist es aber eben nicht. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, wir mussten uns ein bisschen daran gewöhnen, halt nicht diesen YouTube-Style zu machen, ja, ey, Leute und so, nee, sondern du hast in der Theorie das und das gesehen, das zeigen wir dir jetzt in der Praxis, wir sind hier an dem und dem Abschnitt des Gewässers XYZ und machen das und das, um dir zu zeigen, dass es in der Praxis funktioniert und wie man das macht, um zum Erfolg zu kommen. Bam, kommt ein Barsch und dann bleibt es auch hängen und dann versuchen die Leute sich daran auch. Und es geht gar nicht darum, große Barsche zu fangen. Nee, Hauptsache Fische. Es geht darum, einfach Barsche zu fangen, ja, genau. Es geht nicht darum. Das ist ja eh so eine Sache. Wir sind ja alle, ich habe, glaube ich, gestern ein Posting gemacht auf Instagram mit einem Hecht, den ich noch so am Körper halte. Ne? Das Ding war ein Riesenteil, ne? Ja. Sieht aber gar nicht so groß aus. Also man sieht schon, das ist ein Meter plus und so. Aber und ich habe irgendwie was Lustiges drunter geschrieben. So, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr den genauen Wortlaut, aber ich habe irgendwie geschrieben, als wir nur große Hechte, oder die Zeit, ich denke an die Zeit zurück, als wir nur große Hechte wollten, weil früher haben wir nur auf große Hechte geangelt, auf gar nichts anderes. Wir wollten immer nur so Maschinen fangen. Und als wir die Fische noch normal hielten, wenn wir ein Foto machten, weißt du? So, weil das wirklich so, der Fisch sieht gar nicht so groß aus, war ein Riesenfisch. Aber damals ging es uns darum, ja, wir wollten einen Riesenfisch fangen, aber wir hatten auch immer Bock zu angeln. Und es war auch gar nicht so wichtig, dann jeden Fisch so krass zu fotografieren, dass das Ding aussieht wie, weiß nicht, 1,85 Meter. Und darum geht es halt auch. Weißt, es muss auch gar nicht immer der Riesenfisch sein. Für uns war es dann damals so ganz wichtig, einen großen Fisch zu fangen. Aber mittlerweile habe ich mich wieder zurück auf das Angeln besinnt, weil ich habe mich auch früher schon immer auch auf oder über kleine Fische gefreut. Und wenn ich das verliere, brauche ich nicht mehr angeln gehen. Ja. Ohne Scheiß, wenn ich mich über einen 28er Barsch im Mittellandkanal bei mir vor der Haustür nicht mehr freuen kann, brauche ich nicht mehr Angst. So, stell dir das mal vor, das wäre, ja. Ja, aber ja. Es gibt halt viele Leute, die leider, und das habe ich wirklich auch viel in meiner Karriere erlebt, auch mit Leuten, mit denen ich sehr gerne zusammen angel oder geangelt habe, dass die, ich sag mal, ein 90er Hecht, für die ist nichts mehr. Warte mal gerade. Weißt du, und das. Nee, aber das ist das Ding, ne? Also das ist das Ding, wenn ich mich über solche Fische nicht mehr freuen kann, ne? Ich sage so ganz normalen 70er Hecht bei mir aus dem Baggersee, dann brauche ich nicht mehr angeln gehen. Ne? Und wie gesagt, leider ist es so, dass viele heute nur noch den Riesenfisch wollen. Machen wir uns nichts vor. Jeder fängt gerne einen großen Fisch. Absolut, ja. Alles cool. Ja? Aber ich kenne halt tatsächlich leider Beispiele, die sich über 90er Hecht nicht mehr freuen. Die fangen 20 90er Hechte in 2 Tagen und sagen, man, Scheißtrip, keinen Meter gefangen. Ja. Ja, und das ist, das soll es halt, also so weit soll es bei mir nie kommen. Ne? Aber es ist schön, dass die Angelschmiede noch sowas dann vermittelt, so, weißt du? Weil viele, ich sag mal auch viele aus eurer Zielgruppe, dann vielleicht, wie du gerade sagtest, dass nicht halt der Profi angesprochen wird, haben auch vielleicht gar nicht die Möglichkeit, immer Meterfische zu fangen. Vielleicht gar nicht die Gewässer vor der Tür, wo Meterfische drin sind, so, weißt du? Deswegen ist das vielleicht auch gar nicht möglich immer. Ja. Genau. Aber das haben wir ja auch nicht. Also es ist ja auch nicht so, dass wir hier am Mittellandkanal spazieren und hier einen 45er Barsch nach dem anderen fangen. Ja, auf jeden Fall. Also haben wir nicht. Ja, ja, genau. Deswegen weiß ich das eben zu schätzen. Wenn ich hier einen 45er Barsch fange, Junge, dann springe ich im Dreieck. Ja, Mann, ich auch. Denke, Alter, was für ein Barsch. Ja, Mann. Ja, für unsere Gewässer unglaublich groß, weißt du? Und das ist dann, ich will nicht sagen, es ist mehr wert, weil am Ende ist die Kreatur immer was Respektables, was man respektvoll behandeln sollte, so. Ob der 23 Zentimeter oder 45 Zentimeter hat. Aber es ist insofern mehr wert, weil wir einfach diese Fische hier nicht häufig haben. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Ne? Ja. Gut, und dann
Aber über Catch and Release brauchen wir nicht reden. Nee, das ist jetzt hier gar nicht Thema. Habe mal noch so ein paar Fragen unter den Kommentaren rausgepult. Da war zum Beispiel sehr häufig war die Frage, wird nur in Niederlanden gefischt oder auch in deutschen Gewässern? Und das war für die wohl sehr wichtig, das zu wissen. Ja. Ne? Ja, also es wird nicht nur in den Niederlanden gefischt. Wir sind auch in Deutschland unterwegs. Wir haben auch, ich glaube, das nächste Video, was so generell auf YouTube kommt, ist in Deutschland. Sind zwei tolle Zander mit einem, also sogar auch ein sehr, sehr großer, über 80 und so, auch aus einem deutschen Gewässer. Und das ist uns natürlich auch wichtig. Aber, da muss man sagen, aber, es ist einfach in den Niederlanden einfacher, nicht vom Fischfang, also das will ich gar nicht sagen. Ne? Also wir hatten auch schon Drehs, da haben wir in 3 Tagen 2 Fische gefangen. Da kannst du nicht viel mit anfangen. Aber es geht auch immer gar nicht nur ums Fischefangen. Das hatte ich ja eben schon erwähnt. Und auf der anderen Seite ist es aber so, es ist uns wichtig auch, das in Deutschland zu zeigen. Ne? Also, dass wir schon auch Dinge in Deutschland mit behandeln. Und es wird auch viele Videos geben, die in Deutschland gedreht werden. Das ist uns halt auch wichtig, weil wir sagen, natürlich wollen wir das im Exempel in Gewässern zeigen, die auch ein Potenzial haben, dass man eben in der Praxis diese Fische auf diese Methoden fangen. Aber wir wollen das im Nachhinein auch natürlich beweisen, dass man sowas auch in Deutschland fangen kann. Ja. Und das ist das Ding. Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe noch nie einen 90er Zander in den Niederlanden gefangen. Noch nie. Ah, krass, ja. Naja, also ich habe ein paar Zander so über 80 dort gefangen, auch wunderschöne Fische. Aber ich habe all meine 90-Pluser in Deutschland gefangen. Alle. An der Weser? Nicht nur, aber auch an der Weser. Kriege ich deinen Weser auch an der Weser, auch im Kanal habe ich mehrere 90-Pluser. Also in unserem Mittellandkanal habe ich mehrere 90-Pluser. Krass, Alter. Ja. Krass, ja. Nice. Aber das ist natürlich, sorry, dass ich unterbreche, alles aber gut. Das ist natürlich nichts, weißt du, das ist natürlich nicht so mal eben an den Kanal gehen und 90-Pluser fangen. Natürlich nicht. Das sind 25 Jahre an diesem Gewässer Erfahrung. Ja. Und tendenziell gehe ich hier eigentlich sehr, sehr gerne los, wenn es richtig kalt ist. So richtig kalt, so richtig, so wo eigentlich gar keiner mehr losgeht. Und am besten kommt nach so einer richtig ekelhaften Kaltfront, kommt dann so eine Südwestfront mit einem Tiefdruckgebiet, mit richtig Regen, teilweise Schneeregen sogar, aber eher Regen, weil dann wird es warm, dann wird es so 7, 8 Grad nach dieser Kaltfront, Alter. Und dann ich nenne das Ochsenwetter. Ich merke mir das. Ich war erst vor, hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben, ja, ich gehe jetzt nach Minden, weil ein bisschen vertikal, ich hab so 3 Stunden Zeit. Und dann bin ich, glaube ich, auch die Strecke abgelaufen, die du in deinem Total-Kanal-Video abgelaufen bist, so weißt du, oben, ne? Ja, ja. Aber ich hatte nichts. Ich hatte nicht mal einen Anfasser. Ja. Schmutz, Alter. Schmutz. Ja, haben wir gut gefangen dieses Jahr. Ja, geil. Ja, dieses Jahr sogar. Echt gut. Letztes Jahr. Okay, man hätte schon gedacht. Alter. Nee, dieses Jahr noch nicht. Ich glaube, dieses Jahr habe ich noch hier noch keinen Fisch. Ja, kommt noch. Ich will dich da so ein bisschen ermutigen, okay? Verzweifle nicht, da kommt noch was. Ja, sonst gucke ich mir die Anglerschmiede an. Vielleicht lerne ich was. Ich habe noch eine persönliche Frage. Ihr habt ja noch den YouTube-Kanal dazu. Inwiefern spielt das Ganze zusammen? YouTube-Kanal und Anglerschmiede? Eben, also genau das habe ich ja eben versucht anzusprechen mit dem, also wir wollen dann in der Praxis auch natürlich zeigen, dass es in Deutschland auch so klappen kann und so funktionieren kann. Ne? Deswegen das nächste, ich glaube das nächste Video ist es, spätestens das übernächste, was dann erscheinen wird, wo wir dann eben auch in Deutschland unterwegs waren. Ne? Ich glaube wir waren im Praxisteil Hecht auch in Deutschland unterwegs. Im Zander-Praxisteil waren wir in Deutschland unterwegs. Okay. Und das wollen wir halt eben auch in den YouTube-Videos dann dementsprechend beweisen. Es geht auch gar nicht darum, irgendwie total durchzudrehen und 100 Fische zu fangen, sondern es geht halt eher darum, zu zeigen, was die Anglerschmiede eigentlich macht. Dabei ein bisschen Unterhaltung, natürlich immer 2, 3 blöde Sprüche auf der Lippe. So, das ist halt, ist ja heutzutage auch, Angeln ist ja auch immer noch ein bisschen Entertainment, das darf man ja nicht vergessen. Ja. Aber grundsätzlich wollen wir natürlich das bekräftigen, was wir da auch in den Kursen verkaufen. Okay, die Kurse sind nicht zeitlich begrenzt, oder? Die Kurse sind nicht zeitlich begrenzt, nein. Du hast, wenn du einmal den Kurs gekauft hast, hast du deinen Kurs für immer. Okay, und was kommt in Zukunft?
Falls du da was sagen kannst. Kommt da noch irgendwas außer, außer die Lehrvideos oder noch mehr? Oder kommt da noch mehr, wie zum Beispiel Gewässeranalysen oder vielleicht sogar, weiß nicht, was könnte ich mir noch gut vorstellen? In Kombination zu Angelscheinen oder sonst irgendwas, dass man da frisch gemacht wird oder sonst irgendwas? Vielleicht. Hallo? Hallo? Ich glaube, der Empfang ist. Nein. Okay. Nein, also natürlich machen wir uns Gedanken, was man in Kombination mit den Lehrvideos machen kann. Wir werden für die Zukunft auch Expertenkurse für Fortgeschrittene machen. Ah, geil. Aber Das sind dann eher kleinere Kurse, die, ich sag mal, die sich dann ganz, ganz speziell auf eine gewisse Technik zum Beispiel konzentrieren. Ne? Ja. Also Leute, die schon lange zum Beispiel auf Zander oder auf Barsch angeln, die aber größtenteils vielleicht nur mit Gummifisch angeln, ja? So, und sich vielleicht noch nicht so an verschiedene Finesse-Techniken getraut haben, weil sie denken, ja, das fängt hier vielleicht nicht, ne? Ich weiß nicht, wie ich das bauen soll vernünftig und keine Ahnung und was mache ich da überhaupt und wie, ne? Also solche Sachen wollen wir in Zukunft natürlich auch mit einfließen lassen, dass wir dann noch zusätzlich, ich sag mal, so ein Free-Rig Mini-Tutorial mit reinfließen lassen, ja? So als kleine Upgrades immer noch für die Leute, die halt die Barschkurse gekauft haben, etc. pp. Okay, cool. Cool. Ja. Ich glaube, das war es soweit von den Fragen, die auch so darunter waren. Das waren ja häufig die meisten die gleichen gestellten Fragen. Den Mehrwert hast du erklärt, wir haben die Gewässer erklärt, wie eigentlich war. Also. Ja, also wie gesagt, ich kann schon nachvollziehen, vielleicht auch, weil wir es am Anfang nicht so richtig krass kommuniziert haben, was aber für uns auch sich als Herausforderung dargestellt hat, das irgendwie auch so visuell zu kommunizieren, was alles der Inhalt ist, weil ich meine, den ganzen Inhalt kannst du gar nicht bringen, das geht einfach gar nicht. Und auf der anderen Seite ist es aber auch für uns wichtig gewesen, da vielleicht gar nicht zu viel zu leaken, also wir wollten eigentlich eher teasen. Mhm. Aber in Summe ist es natürlich vielleicht uns dann im Umkehrschluss ein bisschen auf die Füße gefallen, weil wir nicht ausreichend oder ausgiebig kommuniziert haben, aber das ist einfach überhaupt nicht aus Kalkül gewesen, sondern einfach aus, ich will nicht sagen Dummheit, aber einfach aus Naivität, muss man sagen. Ja. Weißt du, weil wir gedacht haben, okay, es ist selbsterklärend, wenn man das so sagt, Expertenkurse, so. Ne? Aber ja, ich kann deswegen auch teilweise nachvollziehen, dass die Leute gesagt haben, hey, wieso soll ich mir jetzt einen Kurs kaufen für 69 Euro? Wenn man halt irgendwie so Codes und so Rabattcodes mit eingibt, ist es dann am Ende 69 Euro. Warum soll ich mir so einen Kurs kaufen für 69 Euro? Ja, weil du einfach den Mehrwert gegenüber allen anderen Kursen hast die oder Tutorials, die du dir selbst raussuchst, wo die Qualität nicht immer so geil ist und wo du halt wirklich alles geballt hast und das ist wirklich sehr, sehr viel Input. Das kannst du dir an einem Stück gar nicht angucken. Also wenn du dir das an einem Stück anguckst, dann hast du entweder zu viel Zeit oder zu viel Zeit. Nein, oder du hast nichts, also du hast einen leeren Kopf, weißt du? Wenn ich mir überlege, das, was wir alles gesagt haben, auch in der Theorie und dann in der Praxis auch umgesetzt haben, so viel Input kannst du dir gar nicht merken. Und deswegen halt auch alles schön gegliedert in verschiedenen Kapiteln. Du kannst immer wieder zurückkehren, kannst immer wieder ins Dashboard oder zurück in die Hauptansicht und so und immer wieder, das habe ich vielleicht nicht richtig verstanden, ich gucke es mir nochmal an. Kannst dann Pause machen, kannst immer wieder da einsteigen, wo du gerade warst und so, weißt du? Ja. Also ist, und wie gesagt, ein umfassendes Wissen, mehrstündige Kurse, also wirklich 5 bis 8 Stunden teilweise. Und noch kurz, viel besser sagtest, geht es nicht. Wenn Leute was nicht verstehen, gibt es eine Möglichkeit, bei euch Fragen zu stellen? Selbstverständlich, du kannst dich jederzeit an unseren Kundenservice wenden. Ja. Auch teilweise hatten wir mit ein, zwei Leuten technische Probleme zum Beispiel. Das hat nicht funktioniert. Und ich muss gerade schmunzeln, weil da gab es auch andere Fragen, wie zum Beispiel, wann kommen die DVDs bei mir an? Okay, wir judgen niemanden, okay. Aber das ist genau das Ding. Du kannst dich natürlich an unseren Kundenservice wenden, schreibst eine E-Mail und wir haben auch, Gott sei Dank, einige Leute gehabt, die sich die Kurse angeschaut haben und uns Feedback gegeben haben dazu. Das finde ich ein bisschen unübersichtlich oder hier sind irgendwie ein Doppler oder eine Wiederholung oder so, also so Kleinigkeiten, die man halt in der Summe einfach im Bauen dieser ganzen Geschichte
übersieht irgendwann. Ja, du siehst klar. Weißt du, ich sitze ganz viel an Excel-Tabellen mit 1000 Zahlen und irgendwann siehst du nichts mehr. Ja. Du siehst einfach nichts mehr. Und genau, und da sind wir natürlich auch sehr, sehr dankbar, dass uns Leute darauf hingewiesen haben und gesagt haben, ey, da ist irgendwie, wenn man da drauf klickt, kommt man irgendwie dahin und nicht dahin. Ist ein bisschen komisch und dann haben wir das natürlich direkt versucht umzubauen und haben wir auch gemacht. Also ne, es ist halt immer, alles, was man macht, ist immer auch ein Optimierungsprozess dann für die Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na, Optimierungsprozess für die Zukunft. Na? Was machst du besser im nächsten YPC? Gute Frage. Ich meine, jetzt ist eh geteilt. Ne? YPC Bass war es ja jetzt schon, aber speziell nur YPC Land. Okay? Ja, ja, ja. Ja, wenn du sagst YPC, dann denke ich auch eigentlich immer an YPC Shore, also YPC Ufer. Ja. Was mache ich besser? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Baldrian vielleicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich. Oh, das ist auch eine krasse Sache. Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wieso. Und das liegt nicht mit der Titelverteidigung zusammen, sondern ich weiß auch nicht, aber irgendwie war ich letztes Jahr, ich will mal dieses Jahr sagen, aber es ist ja schon 2022, ich war letztes Jahr extrem angespannt. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich war noch nervöser als sonst. Ich bin sonst immer auch so absoluter Hosenscheiß, aber manche Leute denken immer, das ist gespielt, aber es ist nicht. Das kann ich dir versichern. Ja, ich glaube dir das, absolut. Absolut. Ja. Ich rede dann auch einfach nicht. Ich habe auch das dieses Mal gemerkt, normalerweise erkläre ich immer ganz viel, aber dieses Mal in der Vorrunde war ich so in meinem Film, dass ich überhaupt nichts erklärt habe, wo ich dann selber später gesagt habe, Alter, also zum Kameramann, warum hast du eigentlich nicht mehr aus mir rausgequetscht? So, ne? Ich weiß auch nicht. Ey. Ich habe mir vorgenommen, das ist eine gute Sache, einfach wieder ein bisschen entspannter durch die Hose zu atmen. Gerade was so die, gerade was die Turniere angeht. Ich war sehr, sehr verbissen. Ich bin so. Ich kann da auch sehr wenig dran ändern. Ne? Manchmal bin ich in so einem Modus, in so einem Film, wie eben schon gesagt. Und dann ist es halt so, dann will ich mit der Brechstange. Aber das geht halt beim Angeln nicht. Ja. Weil am Ende haben die Fische das letzte Wort. Und es ist halt immer eine Sache von Entscheidungen und Konsequenz. Du weißt nie, ob du die richtige Entscheidung triffst im Vorfeld. Und es gibt auch nicht die richtige oder die falsche Entscheidung beim Angeln, sondern es gibt eine Entscheidung. Und wenn es dann vorbei ist, dann weißt du, ob sie gut oder schlecht war. Richtig oder falsch gibt es bei Entscheidungen nie. Du triffst eine Entscheidung und die Konsequenz ist entweder, dass du happy bist oder nicht. Naja, okay. Ja, ja. Und das Krasse ist aber auch, und das zeigt auch wieder, wie verrückt und paradox das ist, wenn man angelt, ich habe ja nicht unbedingt verschiedene Spots geangelt. Ich habe ja die gleichen Spots geangelt wie in der Vorrunde, weil zwischen der Vorrunde und der Zwischenrunde waren ja nur 2-3 Tage Unterschied. Ja. Und sie haben einfach nicht mehr funktioniert. Krass, ne? Krass. Es ist irre. Also es ist irre. Und wenn wir natürlich alle wüssten, woran das liegt, dann würden wir alle immer YPC gewinnen. aber ey, das ist echt irre. Am Ende sind die Fische diejenigen, die das letzte Wort haben. Und gerade im Turnier bricht dir das halt dann das Genick. Also die Entscheidung ist eigentlich immer, should I stay or should I go? Das ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen musst. Wie viel gebe ich dem Spot? Wenn du aber einen Tag vorher da warst und 3 Zander in 20 Minuten gefangen hast, dann denkst du, okay, ich bleibe hier, weil die kommen. Weißzeit kommt. Und dann bist du 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden da, 5 Stunden da und es beißt nichts und denkst, Alter, jetzt muss ich aber gehen. Vielleicht wärst du geblieben, nächste halbe Stunde jetzt gerappelt. Aber das sind so, ne, die wichtigste Entscheidung immer im Turnier ist, should I stay or should I go? Ja, krass. Soll ich gehen oder soll ich bleiben? Ist ein Unterschied für Westin zu angeln oder für LMRB? Im Turnier? Macht keinen Unterschied, oder? Nee, ich weiß nicht, was der. Also in erster Linie angel ich ein Turnier für mich. Ja, oh, das ist geil, ja. Also, ja. Ich angel das mit, weil ich da Bock drauf habe. Weil mir das sehr viel Spaß macht, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Ich manchmal nerviges Alter, Wrack. Ich hätte auch keinen Bock, mit Daniel, mit dir auf dem Boot zu sein, wenn ich Daniel gewesen wäre beim WPC, Alter, ohne Witz. Ey. Aber das war auch schon wieder so eine Sache. Das auch schon wieder. Weißt du, Training hat funktioniert, ey, wir haben an allen Ecken und Kanten damit Zander gefangen. Wir wussten gar nicht, wo, egal, hingeschmissen, bam, 3-4 Würfe, zack, Zander, alles klar, läuft nichts. Das Wort, boom, Zander, okay, Zander, Zander, überall Zander. Im Turnier, nichts mehr. Alter. Egal, das ist aber Angeln. Worauf wollte ich hinaus eigentlich? Achso, Westin oder LMBB? LMBB, ja. Eigentlich macht das keinen Unterschied. Also ich
Ja, gut. Ich bin immer sehr loyal den Firmen gegenüber, mit denen ich zusammenarbeite. Ich war 4 Jahre bei oder Westin? Mit Westin. Mhm. Jetzt bin ich schon über ein Jahr bei LMRB. Ja. Zeit rennt auch, ist voll krass. Und natürlich versuche ich in erster Linie mit unseren Ködern dann dementsprechend zu angeln. Nicht, weil ich propagieren will, das sind die geilsten Köder der Welt. Es gibt die geilsten Köder der Welt nicht, weil fangen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, tun viele Köder. Aber ich möchte natürlich das Optimale rausholen aus den Ködern. Deswegen habe ich auch noch ein paar Farben gemacht und so, also so Farben, die mir persönlich in meinem Repertoire irgendwie gefehlt haben. Es kommen auch noch mehr Farben. Es werden auch die Gummifische teilweise, nicht alle, aber ein bisschen überarbeitet, weil ich da einfach ein Verständnis oder ein anderes Verständnis teilweise von Gummifischen habe. Ne? Wir haben zum Beispiel zwei Modelle, die ich ultra krass feiere. Es gibt aber vielleicht das ein oder andere Modell, wo ich denke, man könnte es ein bisschen verbessern, es wird viel besser performen. Und das sind so Sachen, die ich mir dann auf meinen Zettel schreibe, weil ich da auch dann wieder riesen Bock drauf habe. Deswegen, für mich macht das keinen Unterschied. Ich will mich immer persönlich versuchen, zur Höchstleistung zu motivieren. Und alles andere ist nicht markenabhängig. Also, ja, okay. Super. Wisst ihr, also Druck so allgemein, so bei anderen Anglern, wie geht man da, wie hast du das so gesehen? Wenn man jetzt zum Beispiel mal, ich nehme ganz... Am Ende. Man hat ja auch am Anfang schon diesen krassen Druck bei Jasmin zum Beispiel gesehen, die hat sich ja unter krass Druck gesetzt, ne? Dass ja, man ein bisschen leid hat und so, aber umso tiefer man da reinging, dann hat man ja auch heftig gesehen. Ne? Und dann denkt man sich so, oh fuck, ey. Ah. Ja. Also das tat mir natürlich auch leid. Ne? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir tat's auch leid, als sie... Als sie dann unglücklich gegen mich ausgeschieden ist, das Jahr davor. Oh ja. Oh, das tat mir wirklich leid. Ne? Das ist jetzt nicht so, aber natürlich, also ich freue mich, habe mich natürlich gefreut, dass ich weitergekommen bin, aber Jasmin hat man gemerkt, die ist schon sehr, sehr darin aufgegangen, so, der hat das richtig Spaß gemacht und die war halt sehr traurig darüber, dass es nicht weitergeht. Ja. Sie, ne? Und das kann ich auch nachvollziehen. Und dann ist sie halt auch emotional geworden, was ich auch nachvollziehen kann. Ne? Also manche Menschen sind emotionaler als die anderen. Ja. Und ich muss auch sagen, Jasmin ist eine tolle Anglerin. Also so in dem Gesamtpaket ist sie einfach eine tolle Anglerin. Die ist wirklich auch sehr versiert, ne, am Wasser. Also die kann angeln. Ne? Da muss man schon, so wie früher beim Fußball, ja, da fahren wir hin und schenken den Fünfer ein, machen wir weg. So ist das nicht bei Jasmin. Ne? deswegen, also da muss man schon mit Respekt dran gehen, weil die auf jeden Fall angeln kann und auch einigen Leuten den Arsch versohlen kann. Also, und das ist ja fast bei mir auch so gewesen. Am Anfang hat sie mir ein bisschen den Arsch versohlt. Ist wirklich so. Da hatte ich auch echt Schiss und hätte ich die zwei Barsche dann im Spot nicht gefangen, wäre ich safe raus gewesen. Ja. Dass am Ende der Hecht kommt, das muss ich auch ganz klar betonen, weil ganz viele gesagt haben, es wäre so auch. Also, fand ich ja total bescheuert. Aber ganz viele haben gesagt, es war total berechnet von mir. War es überhaupt nicht. Es war mehr Glück als Verstand am Ende. Also, es war mehr Glück als Verstand. Es war mein letzter Strohhalm. Ich habe gesagt, komm, wir gehen da hinten hin. Da hatte ich im Training einen Hecht. Und da hatten zwei Jungs, die ich abends getroffen hatte, auch einen Hecht. Dass der dann beißt, ist fast wie ein Sechser. Ja, ohne Witz, wie sollst du das berechnen, Alter? Also. Und dass der da steht überhaupt, weißt du? Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Die Nervosität. Die Nervosität der Mitstreiter, denke ich, ist gleich bei allen. Die einen gehen halt so damit um, die anderen so. Die einen sind eher witzig und lassen die ganze Zeit Sprüche, die anderen sind eher ruhig und zurückgezogen. Was natürlich auch wichtig für uns ist, also als Ausrichter, sage ich mal so, wenn man jetzt die Firma Hecht und Barsch mit reinnimmt, es ist natürlich wichtig auch, dass die Leute dort erklären, was sie dort tun. Und warum sie das da gerade tun. Ne? Das ist halt auch... Weil so häufig kriegen wir dann natürlich in den Kommentaren unterm Video die Frage, warum angelt der das? Oder wieso macht der das? Oder, ne? Oder was ist das da überhaupt, was der da angelt? Und wie heißt denn diese Technik? Oder, ne? Und deswegen ist es natürlich uns allen geholfen und natürlich auch für den Entertainment-Faktor besser, wenn die Leute halt reden. Ne? Aber das ist halt auch immer gar nicht so einfach. Siehe mich selbst, in der Vorrunde habe ich echt nicht dieses Mal gar nicht viel erklärt. Letztes Jahr mit den Barschen da, habe ich echt viel erklärt und habe dann auch zwei riesen Barsche gefangen. Ich glaube, ich sollte wieder mehr erklären. Du solltest mehr erklären, ohne Witz, Alter. Ja, Aber warte, ich hatte gerade was im Kopf. Warte,
Was wünschst du dir, irgendeine Erneuerung im Regelwerk für das nächste Mal? Vielleicht weißt du wahrscheinlich auch schon das Regelwerk, aber wenn irgendwas geben würde vom alten Regelwerk, was du verändern würdest? Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, die Regeln sind so, wie sie sind, wirklich gut und auch fair. Ja, und wenn ich jetzt speziell mal sowas angehe wie die Raushebe-Regel oder Casher-Regel oder sonst irgendwas. Ja, das, also ich muss mir ja selber da hier auf den Kopf klopfen. Ne? Ich habe ja einen Barsch rausgehoben. Ja, sagen wir, da warst du wahrscheinlich nicht mehr ganz du selbst, Alter. Nee, das war tatsächlich so. Ey, das ist ein gutes, das ist genau so, wie ich es auch ausgedrückt habe. Ich habe gesagt, ich habe mich teilweise nicht wiedererkannt. Ja. Ich einfach so verbissen war. Aber ich wollte einfach die Full Card. Ich wusste, ich kann nicht mehr weiterkommen. Ich wollte einfach die Full Card. Mhm. Und es ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Ja? Also kleinere Fische rauszuheben ist manchmal, aber natürlich nicht immer. Also grundsätzlich ist Kescherpflicht und das ist auch gut so. Ja? Weil beim Rausheben kann dir natürlich passieren, dass der Barsch abfällt und auf die Steine klatscht oder so. Oder der Fisch generell. Ja? Das ist natürlich eine Katastrophe, das will niemand. Und deswegen finde ich die Kescherpflicht super. Das ist gut. Auf der anderen Seite ist es aber manchmal tatsächlich so, dass du beim Rausheben weniger Schaden anrichten könntest als beim Keschern. Ja. Die Fische drehen sich ein, reißen sich die Kiefer auf und so. Oh, weißt du, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Hardbait hast mit zwei Drillingen, einer hängt im Maul und der andere hängt im Netz, dann drehen sich die kleineren Hechte oftmals ein und dann reißt das nur noch weiter auf und so. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt immer das Beste. Aber grundsätzlich finde ich, das ist schon gut, dass das Pflicht ist, weil man einfach so, sind wir wieder beim Stichpunkt, habe ich vorhin schon gesagt, die Kreatur einfach auch respektiert und das muss man tun. Und da muss ich mir sagen, habe ich mir einen kleinen Fauxpas geleistet mit dem Rausheben. Da denkt man aber dann tatsächlich manchmal nicht dran. In dem Fall war es leider bewusst, ich wollte einfach die Fullcard haben und ich wusste, ich kann nicht mehr weiterkommen, aber dann hatte ich zumindest eine Fullcard und habe mir so gedacht, na okay, dann bist du vielleicht nicht Letzter. War ich auch dann am Ende nicht, aber trotzdem, das hat natürlich, ich muss da wieder, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss da wieder ein bisschen, das Ganze ein bisschen lockerer sehen, weil am Ende muss man Spaß haben beim Angeln, weißt du? Und wenn der Druck so groß ist, dass man keinen Spaß mehr haben kann oder hat, wobei ich viel Spaß hatte, alles cool. Aber in manchen Situationen war es dann an dem Tag mit so viel Pech da, mit diesem Tanker, der den halben Fluss wegzieht, ey. Das war wirklich knapp. Das war wirklich knapp. Wir mussten rennen. Ernsthaft? Wir mussten rennen. Alter, krass, ja, Mann, wir mussten rennen, weil der Tanker da mit Vollspeed, irgend so ein Riesentanker mit Vollspeed durch den Fluss geballert ist, alles Wasser weggezogen hat und ich habe mich umgedreht zum Kameramann und habe gesagt, Tim, lauf. Und dann kam eine, ohne Scheiß, eine Riesenwelle hat den ganzen Platz überspielt, das komplette Ufer. Wir mussten wirklich so 20 Meter wegrennen, weil eine Riesenwelle kam. Danach war der Platz tot und die Barsche waren da einfach. Aber ist egal. Krass, Mann, Alter. Es ist die Vergangenheit, wir leben im Hier und Jetzt und wir gucken, was die Zukunft bringt. Zur Not denkst du einfach, dass irgendwelche Holländer nehmen, die einfach eine Arschbombe von der Brücke machen, während du da im Hechtangeln bist. Easy peasy. Aber das fand ich schon wieder geil. Das ist mega das geil, ey. Mega geil. Das fand ich super. Ja. Das liebe ich ja auch so an Holland, weil, weißt du, in Deutschland hätten sie die Jungs gleich weggejagt. Ja. Leider. Also in ganz, ganz vielen Fällen. Du kannst in Deutschland einfach nicht in so einem kleinen Graben irgendwo mitten in der Stadt oder an so einer Fußgängerzone oder so, kannst du einfach keine Arschbomben von machen. Das dauert 5 Minuten, ist das Ordnungsamt da. Ja, ist so, ja. Ja. Oder woran du noch denken könntest? Wenn es dir mal nicht so gut geht beim Angeln, ne? Denk einfach dran, dein Autoschlüssel könnte im Polder landen. Oder das Handy. Ja, oder das Handy. Alter. Junge, Alter. Ich will nicht leaken, ja, aber wir hatten es jetzt auch schon fast. Ich glaube, irgendwas war schon. Wo ist mein Autoschlüssel? Bei der Zanderaufnahme, oder alle, was? Ja, und wir alle so. Nicht im Wasser, oder? Oh, geil, Mann, Alter. Aber wir hatten eine Rettungsaktion mit einem Wobbler, das war auch ziemlich funny. Weil Dustin hat einen Prototypen geangelt, den er unbedingt brauchte und da hat er natürlich einen Hänger gehabt. Und dann haben wir da in der Nachtaktion, da Nacht und Nebel, Alter, mit so einem riesen Baumstamm versucht, diesen Wobbler da rauszuholen. So. Also mit Dustin hast du schon immer viel Spaß. Ey, apropos Rettungsaktion Wobbler, da gab es da beim YPC die Rettungsaktion von Daniel, wo er auch in den Polder da reingegangen ist oder in diesen Fluss da, weißt du? Das war auch ein Prototyp wahrscheinlich, oder?
Ja, okay, alles das klar. Das war ein Prototyp. Ja. Genau. So geil, Mann, Alter. Ja, Prototyping. Ey. Ja, Mann, Alter. Braucht man's. Sehr stark. Sehr stark. Ja. Ey, ich könnte dir stundenlang zuhören beim Angeln, bevor wir über das Angeln reden. Ne? Krass, du musst mal einen Podcast machen. Ohne Witz, Mann. Ohne Witz. Ja, mega geil. Es dauert nicht mehr lange. Geil, Mann. Geil, da freue ich mich drauf. Ja. Kommt in den Angel-News, ja. Garantiere ich dir. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ich lade dich ein, gerne. Alter, kannst ja, gerne mein Gast sein. Geil, geil, bin ich gerne mal, auf jeden Fall. Ja. Wir haben schon 45 Minuten gequatscht, Alter. Und du weißt, bei YouTube gucken echt, sich die ja? Leute, ja, bei YouTube gucken sich die Leute nicht mehr als 20 Minuten an, ne? Weißt du, aber. aber ich würde gerne noch, ey, ohne Witz, ich meine, wir haben ja sozusagen eine Vergangenheit, von der du wahrscheinlich. Mach doch zwei Folgen. Ja, mal gucken, vielleicht. Vielleicht. Also, ja. Wenn wir jetzt nochmal 45 Minuten, dann musst du safe Idee. Zweifeln. Aber erzähl, schnell, ja. Schnell. Wir haben eine Vergangenheit, von der du gar nicht so viel weißt, weil du ja schon, ich sag mal so, in der Generation einmal drüber im Leben bist, aber wir sind ja in der gleichen Stadt aufgewachsen. Und ich bin tatsächlich mit deiner Musik groß geworden, Alter, ne? Ich bin tatsächlich mit deiner Musik groß geworden und manchmal holt eine Musik immer da ab, wo ein, sag ich mal, Erziehung und Schule nicht mehr abholen, weißt du? Und das ist, ganz schön krass, Alter, wie oft wir Italo Reno Germany hart aber herzlich geballert haben, so, weißt du? Oder den Clan oder sonst echt, irgendwas, Junge. Ja. Richtig krass, ja. Und ich find's mega geil, dass du jetzt hier bist und ich dir das mal sagen kann, ey. Und auch heute gibt's noch einmal im Jahr mindestens die Woche, wo ich im Auto immer entweder Reno oder hart aber herzlich immer rauf und runter ballere, ne? Geil. Alter, ohne Witz, Alter, ohne Witz. Und dann. Ja, Alter, danke dafür. Gerne. Und dann hast du den Diss des Jahres für mich, überhaupt, falls es überhaupt ein Diss war, ja, kannst du ihn wissen, aber im Germany Feature. Ja. War das letztes Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ja. Junge, ja, Alter. 2021, glaube ich. Digga, ich bin ausgerastet, als du gesagt hast, ich klicke deine Mutter. Junge, Alter. Junge. Ich ich find's. Junge, Alter. Ja, ey. Ich schwör's dir, den Satz, ne, habe ich mir schon irgendwann, also gut, wir sind vom Angeln weg, aber es ist ja immer noch so, dass diese Hip-Hop-Rap-Vergangenheit, die lässt einen ja nicht los, ne? Ja. Auch wenn ich nicht mehr aktiv Musik mache und so, das schon wirklich lange hinter mir gelassen habe, aber trotzdem hat man natürlich, es geht natürlich nie verloren und gerade auf langen Autofahrten sitze ich oft und ich pumpe ja dann auch viel Hip-Hop und so, ne, und wenn ich gute Beats höre, ne, zum Beispiel, so, dann kriege ich auch immer so Text. Ja. Wirst du wahrsclich auch nie mehr los, Alter. Wirst du nie mehr los. Nee, und ja. Ich spreche mir dann alles hier, die Ideen spreche ich mir hier immer rein. Ach, geil, ne? Ja. Ja. So wie Moneyboy, ja. Und und hab dann irgendwann so 16 Zeiler einfach, ne? Wenn du 3-4 Stunden Auto gefahren bist und so, hast du da 16 Zeiler. Natürlich alles nicht getimed und so, aber du hast halt so die Sätze mit den Reimen und so, ne? Du hast einen 16 Zeiler. Und ich hatte diesen Satz, ich klicke deine Mutter, irgendwann mal reingesprochen und habe mir so gedacht, ey, den musst du irgendwann einbauen. Irgendwann musst du das Ding einbauen. Irgendwann. Und da habe ich es dann gemacht. Und ich finde es so grandios, ey, ohne Scheiß, ich finde es grandios, dass du das sagst, weil ich feiere den auch so hart. Ich habe schon überlegt, T-Shirts zu machen. So. Ey, mir ja. Den so schützen zu lassen. Ich klicke deine Mutter. Ist einfach, ohne Scheiß. Das ist einfach. Wenn man darüber mal nachdenkt, der wirkt auf den ersten Moment nicht, wenn du ihn so bringst, aber dann, wenn der sitzt so und der Gegenüber macht sich Gedanken drüber, Alter, er klickt meine Mutter. Junge, der so. Das musst du dir einfach mal geben. Sehr gut. Ach man, ja. Aber auch dieses Album hart, aber herzlich, ne? Das ist so einfach so zeitlos. Wenn du auch so heute, wenn du dann durchgehst, zum Beispiel kein Clubsong und so, Alter, das sind einfach so ja, Tracks, so, Alter. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Wer hat das eingesprochen also eigentlich, Alter? Ja, unser Kumpel Steve. Echt? Ja, DJ Steve. Ja, Mann, Alter, einfach. Ich liebe es so. Ich liebe den Song. Der ist so gut geworden. Und was wir heute auch immer noch machen, ist immer dieses bei bevor du bist reif heute Nacht, ne? Wo der Skit kommt, wo Dennis dann irgendwann sagt, Junge, ich will alles wissen, Junge, bis ins Detail, Alter. Junge, ja. Den Scheißspruch bringen wir heute noch, immer wenn irgendwas kommt, Alter, Junge, du musst mir alles erzählen, Junge, bis ins Detail, Junge, Alter. Ja. Ich sag's ja, Mann. Feier ich, großen Respekt dafür, für dieses Kunstwerk an Musik. Ne? Hast du eigentlich auch, also ich meine, du lebst ja in Minden, aber
Das wahrscheinlich nicht. Ich habe voll häufig, dass ich in Bielefeld mit meiner Familie halt ein anderer Mensch bin. Und wenn ich nach Minden komme, falle ich so zurück in alte Verhaltensmuster. Kennst du das? Ja, Alter, Na, es kommt auf die Verhaltensmuster an. Also, wenn ich in alte Verhaltensmuster zurückfallen würde, dann wäre ich nicht mehr hier. Dann redet man wieder so Nein. minderisch und so, weißt du, man benimmt sich wieder so Nein, gut, also du, minderisch. das ist ja eh so. Also, ne, das ist ja eh so. Wir haben ja eh unseren ganz eigenen Slang so hier, will ich mal sagen. Ne? Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass man, also das ist meine Heimat. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich lebe mein ganzes Leben lang hier. Ich will hier auch nicht weg. Das können manche nicht nachvollziehen und manche doch glücklicherweise schon. Minden ist halt, ich muss ja ganz ehrlich sagen, so als Stadt finde ich Minden nicht cool. Ja. Ist jetzt nicht so, dass das eine schöne Stadt ist mit total coolen Ecken, aber auf der anderen Seite dann irgendwie doch manchmal. Ne? Also ich sage mal so, hier so Weserpromenade und so ist echt ganz nice eigentlich, wobei da auch echt immer viel Asis rumhängen und so. Also, eigentlich hat sich in Minden nie was verändert. Es hat sich nur irgendwie die Zeit, also die Zeit geht natürlich weiter und es verändert sich eigentlich nichts. Ne? Und dann hängen die Assis da ab und dann hängen die Assis da ab und so. Und auch immer, wenn ich in die Stadt gehe, denke ich halt so, wow, wie trist ist diese Stadt eigentlich so. Ja. Ganz viele Läden sind zu. Also ich liebe diese Stadt, aber auf eine andere Art und Weise denke ich auch, Mann, ey, was ist eigentlich, es ist so schade, dass es nicht so eine geile Stadt ist, aber es ist halt meine Heimat. Meine Heimat liebt man einfach. Und ich Ja. komme immer wieder gerne nach Hause, Ja. weil ich bin ja viel unterwegs. Und ich komme immer wieder gerne nach Hause, weil es einfach, ja, mein Zuhause ist, ne? Und wenn Ja. man Zuhause hat, da kommt man zurück und Absolut, geht ist so mir. geerdet. Man ist man selbst und so, weißt du, man ist irgendwie so die Leute, die man in der Stadt trifft oder so, weißt du, so auch von, keine Ahnung, 20 Jahre her oder so. Heute habe ich wieder jemanden beim Einkaufen getroffen, so, und wie geht's? Und so, machst du noch diese Angelsache und so, ja, klar. Und so. Weißt du, ja, die Typen, so, das ist ja, die haben ja gar keine Ahnung, so, oder viele haben halt nicht wirklich ein Bild davon, was ich eigentlich mache. Und manche zum Beispiel vom Fußball früher, die Jungs und so, die laden mich immer noch ein und also wir sind halt auch Freunde, ne? Und das, dann lädt man sich halt auch gegenseitig noch ein und laden mich immer ein, komm, wir gehen Handball gucken oder so, oder wir machen dies, hier kommst du zum Dart gucken oder so und oder einfach zum Pokern oder einfach nur zum Bier trinken, Ja, so, Mann. ne? Wie ist Classic. halt, ich meine, du weißt, Minden, so, wir haben viele Dörfer, ich wohne auf dem Dorf auch und so, da wo ich 20 Jahre Fußball gespielt habe. Und da gibt es halt gerne auch mal ein kaltes Pilz zum Feierabend. Und das ist auch gut, weil ich mag, also es geht natürlich nicht nur ums Trinken, ne? Es geht halt um die Geselligkeit. Es geht um dieses so, die Leute laden dich ein. Weißt du, komm, Ja. du bist willkommen und so. Das ist so eine, ich will nicht sagen so eine Dorf-Community, aber es ist halt Ja, schon, schon, ich finde schon. das gut, ne? Weil Ja. das halt auch so, unsere Nachbarn sind alle extrem cool und es macht auch wirklich Spaß. Und weißt du, die sagen, Mensch, hast du Bock auf ein kaltes Bier oder so, weißt du so. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man sich auch, weil damit verbunden fühlt. Es gibt zum Beispiel, ey, es gibt in Berlin, nichts gegen Berlin. Ich war ganz oft in meinem Leben in Berlin. Ich habe ganz viele Freunde in Berlin, ohne Scheiß, ganz viele. Aber ich höre dann manchmal so Stories von so, ey, ich wohne so schon, ich habe heute das erste Mal meinen Nachbarn kennengelernt. Alter, Von, ja, ich weiß, was du meinst. Erzähl weiter. ich so, hä, wie, das erste Mal deinen Nachbarn, wie lange wohnst du? 1,5 Jahre. Und ich denke so, hä, Alter, bei uns, ob das gut ist oder schlecht, bei uns kriegt jeder mit, wenn es einen neuen Nachbarn Ja, gibt, Mann, Alter, weißt ist du, so. so jeder. Und jeder kommt da und sagt, hey, na, wie geht's? Wer bist du? Und so, kommst du her? So, deswegen. Aber es ist schon funny, weil also die Stadt an sich hat so viele Erinnerungen auch für mich, ne? Egal, wo ich bin, mit wem ich bin und so. Und das finde ich halt gut. Das Ja. macht es zu meinem Zuhause. Ja, schönes Abschlusswort, Alter. Schönes Abschlusswort. Ich glaube, hier mit Ben war einfach die Folge. Mega geile Folge. Ich sag schön, dass du da warst, Enrico. War mega geil, mit dir zu schnacken. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Dir nur das Beste für die Zukunft. Ein geiles Jahr 2022. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Viel Glück mit der Anglerschmiede. Viel Glück mit LMAB. Und euch da draußen, ne? Dickes Petri am Wasser. Lasst es euch gut gehen. Das letzte Wort hat immer noch Enrico. Ja, erstmal lieber, wie soll ich dich überhaupt nennen? Icy? Icy, Markus, Dent, Gott, wie du willst. Ich sag Icy, okay? Okay. Also lieber Icy, erstmal vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mir erstens die Möglichkeit gegeben hast, hier auch mal
das Ganze zu repräsentieren und zu präsentieren. Auf der anderen Seite sind wir auch irgendwie schon mal auf eine gewisse Art und Weise verbunden gewesen, auch über die Musik. Aber natürlich auch nochmal herzlichen Dank eben für diese Einladung und natürlich euch da draußen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Fangt ein paar Fische, ob mit oder ohne Anglerschmiede, ist mir dann auch egal am Ende. Und geht mit der Kreatur vernünftig um, respektiert euren Nächsten und immer die Frauen, weil die haben immer das letzte Wort. Ist so. Oder Schatz? Nein, die ist gar nicht hier.